Ah, du darfst nicht über die Steine fahren. Egal was du tust, fahr nicht über die Steine. Fahr nach Drilling Side. Ich setze ein Rally noch hier. Fahr mal auf den Move Marker, da setzen wir ein Rally hin. Und dann verteilen wir uns. Dann gucken wir mal, dass wir die Teilbereiche hier abdecken. Können wir da eine Hub bauen? Nee, wir können nicht bauen. Wir brauchen einen Hubschrauber zum Bauen. Ich rufe gerade einen. Hier kannst du zu mir kommen wegen Hubschrauber. Ich brauche einen Mann, der mit mir das Radio setzt. Ich kann auch kommen, ich bin näher dran. Copy. Ich setze dann On-Flag, weil alles andere hilft nicht. Ich muss noch ein bisschen fahren, die Kasse ist mit langsam 1. Ich setze auf Operation Marker dann. Ja, check. Kannst du mir dann direkt nochmal die gleiche Baupunkte und Muni bringen? Baue ich uns hier ein bisschen ein. Beziehungsweise meine Jungs. Und dann guck mal, dass ihr alle auf Fashion Village kommt. Ansonsten brauchen wir Leute auf der Def. Wenn der Feind weiß, wie man capt. Unsere Jungs, halt mal an. Anhalten. Anhalten. Ich verstehe gerade kein Wort. Fahrzeug wegfahren, bitte. Ich bin unter dem Fahrzeug. Klopper, zurück. Danke. Ich verstehe dich nicht, wenn ihr Hubschrauber am Command von. Hubschrauber ausladen, Logi ausladen. So Jungs, ich teile euch dann gleich neue Fahrteams ein und setze euch dann auf Position fest. Jetzt ist erstmal die Hub unter der Station hier. Die kannst du auch hier oben in das Haus reinhauen. Da müsst ihr aber runterlaufen und ihr könnt nicht mehr springen. Ich guck mal, dass ich ein Haus finde mit Deckung Richtung Südwesten. Jetzt ist dann wahrscheinlich hier rein, hier hat man nämlich Deckung. Mehrere Ausgänge. Ich würde es hier oben reinsetzen, da oben alles zu bunkern, aber okay. Wenn ihr Tote habt, eventuell gibt es sogar Respawn ein. So Jungs, wenn die Hub aufgeschaufelt ist, verteilt euch ein bisschen. Ich hätte gerne die Lats ein bisschen hier verschoben. Dass quasi ein Lat hier ist, auf den 7er Marker. Der Hub bleibt mittig und der andere Lat auf die andere Seite. Und der Rest von euch bildet in die Linie Richtung Süden. Das erste. Das Fahrzeug stellt sich dann nördlich hin und deckt euren Rücken. Sagt mir, wenn ihr Kontakt habt. Push noch einmal drauf, ich bleibe auf Drilling Side. Für den Marksman, ich kann dir hier oben ein Türmchen setzen. Dann hast du es ein bisschen leichter. Oder dem MG. Zentral auf der Flagge. Mehr kann ich auch nicht tun. Ja, wenn es umläuft, das hochwäßige Gebäude umlaufen, kannst du einen Tower, wenn es geht. Ja, wir kriegen noch mehr Baupunkte, dann kann ich auch schwere MGs setzen und so weiter und so fort. Ich brauche plus eins, dann kann ich hier eine Schaufel setzen. Ich kann ja leider nicht mehr hopsen. Kannst du kurz kommen zum Schaufeln? Wer immer da bei mir ist, ich sehe das gerade den Namen nicht. Jo, 6, danke für den Waste. Genau, einmal hier schaufeln bitte. Ich würde eigentlich nichts. Wo komme ich? Ich fahr zack nerven. MBT bis 4-3. Dann auf. Hier einmal schaufeln. So, Feuerstellung steht, da oben sind zwei MGs und ein Türmchen. Da könnt ihr euch dranhängen. Zumindest ein, zwei Mann. Mehr bitte nicht. Und dann verteilt euch ein bisschen auf der Flagge. Fahr mit dem Fahrzeug außen rum und guckt, dass ich die Rallys immer rausnehme, bevor sich der Feind da etablieren kann. Sagt mir, wenn ihr auf der Cam was seht und verteilt euch einfach ein bisschen. Vielleicht auch einer in den Norden. Guckt mal, vielleicht ein, zwei Mann dahin.
noch auf die POI-Marke. Und ich fahre mit dem Fahrzeug außen rum. Oh, Klapper, jetzt kommt unser Teil. Wir müssen die ganze Zeit fahren um die Flagge rum. Habe ich gehört, yep. Du sagst genau, die Fireteam-Leads, wenn ihr Sacke sicht. Du kannst uns auch, wenn ihr noch irgendwas braucht zum Stellen, könnt ihr die Fireteam-Leads umschieben. Ja, ist okay. Bleib an der ganzen Sack, wenn du was siehst. Pfeilhubschrauber 12 Uhr. Wie kann das keiner sehen? Warum muss ich das immer alles machen? Und gleichzeitig noch meinen Squad leiten. Achtung, Pfeilhubschrauber landet mein Marker. Mach 7. Jungs, wir bleiben auf der Flagge, außer ich. Vergesst auf der Dev nicht die Backup-Rallys. Ich sag euch dann, wenn ich euch brauche. Bleibt auf der Kern-Dev, lauft nicht weiter raus als den blauen Marker. Ich wiederhole, bleibt auf dem blauen Marker. Fein 12 Uhr. 12 Uhr an den Baum. 12 Uhr. Hier vorne. 50er. Granaten. Baum. Danke. Komm, Granatwerfer. Raus so lang. Da vorne, Granatwerfer. Wir haben Kontakt hier vorne. Jungs, bildet mal eine Feuerlinie hier hin. Hier kommt gleich ein Infanteriesquad aus dem Süden. Ja. Ich hole Verstärkung. Ich gehe gleich wieder an die Gun. Bitte die grünen Pfeile von der Karte. Das habe ich ja gesagt. Nein, das habe ich ja gesagt. Ja, kein Ding. Aber das Visier. Wir brauchen Verstärkung auf der DEF. Wir haben Feindhubschrauber ist gelandet. Die haben eine Hub aufgebaut. Rechts neben der Command. Da ist ein Hubschrauber neben euch gelandet. Keine 100 Meter. Westlich ist auch ein Hubschrauber gelandet. Und markier's und gib's durch, danke. Klapper, kannst du kurz aufschaufeln? Ja. Pass auf, Jungs, da ist Feindkontakt. Feindkontakt ist auf Alpha-Mark. 2 bis 3 Mann. Steht einer unter dem Radio. Noch auf den Mark. Ich gebe unterdrückungsfrei, da kann der ranrücken. Oh, ich muss beides nachladen, ja. Nachladebug. Ich sehe auf Move Mark nichts. Copy. Dann rückt mal raus Richtung den Move Mark. Da ist der Hubschrauber ungefähr gelandet, hier irgendwo in dem Bereich. Ganz genau habe ich ihn leider nicht gesehen in der Sekunde. Außer die Marks von MG, ihr bleibt oben. Ja, copy. Man hat gesagt, er ist gelandet. Ich kann mal schauen, und bei mir ist er auch da runtergegangen. Also guckt mal nach und dann kommt schnell wieder zurück. Lieber Vorsicht als Nachsicht, wir haben niemanden, der aufpasst in die Richtung. Und dann rücken wir raus, weil die kriegen Fishing Village wieder. Ich nehme euch sonst gleich wieder mit. Müsste geheilt sein. Ja, ja. Ganz wieder rein. Wir fahren dann direkt zu unseren Jungs. 11 gibt euch Feuerunterstützer. 11, guck mal, der Hubschrauber ist da gelandet. Ich weiß nicht, ob er was gesetzt hat. Ja, ruhig, guck mal. Genau, das Ungetüm ist ein bisschen scheiße zu fahren. Aber es gibt noch schlimmere Sachen. Die dritte Pitbox ist noch schlimmer. Kann ich mir vorstellen. Feindfahrzeug südlich Fishing. Audio. Ich glaube, wir versuchen westlich. Zane ist okay. Geh runter und verhilf bei Fishing. Ich bleib hier mit den Jungs. Südlich rein Fishing. Jungs, wieder zurück auf die Kern-Dev. Der Cap hat angehalten. Hier unten ist nix. Wahrscheinlich haben die nur Infanterie gedroppt. Wir fahren wieder hoch.
Wir fahren im Norden durch das Dorf durch. Guck mal, Klopper. Wir fahren hier einmal Patrouille außen rum. Wir machen dann den Kreis die ganze Zeit. Copy. Ich guck mal, Jungs, dass ich euch die ganze Zeit rumfahre und possible Rallyes rausnehme. Gegner capped. Wir Gegner capped. Geh wieder zurück. Wir fahren wieder auf die Flagge. Copy aus Norden. Auch die Hilfe auf unserer Def. Wenn ihr Tote habt, schickt einfach nur die Tote. Nee, ich bin ein Panzer. Also. Naja, ich glaube, Panzer ist nicht so gut. Wenn ihr Tote auf der Angriff habt, dann schickt die zurück. Bewegung auf 053. Tommy, kannst du markieren mit Augen, Mark? Passt FTL. Einmal markieren. Macht langsam, Jungs, denkt an eure Ausdauer. Charlie, bitte markieren. Wo ist der Gegner, Tommy? Ja, wo ist der Gegner, Tommy? Das bringt mir nichts. 053 ist der Richtung. Und die ist relativ. Karte aufmachen, dann drauf markieren. Glaube ich, gebe der Funkwurm. Passt FTR. Ich gebe euch Feuerunterstützung in die Richtung. Copy, hier. Fahr mal vor. Copy, rückt langsam vor und pusht den Feind raus. Ich gebe euch Feuerunterstützung. Wenn diesen Bungalow zwischendrin ist, Movement. Copy, in dem Bungalow zwischendrin, also hier. Rufmark, Frage. Nein. Also hier. Wo gerade markiert worden ist, genau da. Ja. Charlie Attack. War weiter vor. Vier, das ist irgendwo ein BTR, Eimark. Welcher? Eins Eimark, Copy. Wir müssen irgendwie gerade fahren. Guck mal, hier kannst du durchfahren. Geradeaus. Wir müssen dann schnell den Jungs Feuerunterstützung geben. Weiterfahren, fahr einfach, immer in Bewegung bleiben, einfach im Kreis fahren zur Nord. Nie stehen bleiben. An der Y-Kreuzung. Ein Cap mit einem Strich geschehen. Wir haben hier vier. Der Feind ist suppressed, guck, dass er den Feind rauspusht, wir müssten tot sein. Schieß über dich, nicht auf dich. Nicht auf dich schieß, bist du tot. Schieß, um zu suppressen. Der BTR ist tot, eins. Ja, sehr gut. Copy, lade ihn und dafür deine Kontrolle. Copy, sehr gesicht. Wir fahren Richtung Move, Mark. Los, los, los. Kannst die Straße runterfahren. Dann noch zwei. Einer ist noch weggerannt von dem Bungalow. Copy, ich halte den Feind suppressed, dann könnt ihr gleich rauspushen. Richtet euch schon mal aus. Ich muss kurz nachladen. Auf deinem Move Mark 1, MBT immer noch? Wenn ich was für MBT bitte, ja. Ich bin behindert. Ja, genau, auf der Hauptstraße beim Gegner entlang. Und dann gucken wir, dass wir das Valley rausräumen. Das wird da im Wald stehen, weißt du? Copy, ich komme gleich ran, ich muss noch nachladen. Und dann komme ich mit euch ran. Wartet noch, bis ich da bin. Und dann ist der Gegner suppressed, dann könnt ihr einfach ranlaufen und über den Haufen schießen, weil die nichts sehen und nicht zurückschießen können. Dauert noch einen Augenblick. Macht langsam. Fahrzeug ist halt träge. Rückaus! Feindfahrzeug in Fishing Village. Ja, ich liege. Oh Mann, Feind Rallye musste da sein. Wenn es nicht schon raus ist. Jo, mit Danke. Ins rechts. Nicht W drücken, einfach nur D drücken. Dann kommst du raus. Und W kurz einstöpseln. Jetzt geradeaus, geradeaus. A, D und W. Und Gas. Bin unterwegs.
Und dann müsste Rally müsste raus sein. Der konnte ich wieder auf der verteidigen. Verteilen, Jungs. Ne, da sind noch Gegner. Ich gebe euch jetzt Feuerschutz, dann rückt ja, er vor. In den Wald, Jungs. Halt mal an. Eins auf die Ja, der fährt nervig. Wenn ein Feind dann noch hier auf Move mag. Und Alpha mag und da bestimmt. Wenn du einfach einen Reifen oder irgendwas rausnehmen könntest. Auch das war so ein kleines Magazin, das ist echt nervig. Muni, wenn das geht. Hol der Muni. Wenn du Muni brauchst, nimm der Muni. Ist noch Restfeind, war er hier. Guck mal. Ich fahre raus und guck, ob der Rally nicht hier liegt. Wir fahren nach links in den Wald da rein. Kopie. Da der Browning noch. Noch einmal hier am Waldrand entlang und meinem anderen, weil der eine ist über die Straße gekommen. Braucht ihr kurz Muni, Jungs? Ich fahr zu euch und gebe euch Muni. Fahr mal kurz zu den Jungs und gebt den Muni auf Move mal. Wollen die sich die Muni nehmen? Und fahren wir nochmal den anderen Waldstrom entlang und dann fließen wir mal zurück. Das gut, euch Muni. Ich komme ran, dann könnt ihr euch direkt nehmen. Ja, du bist leer. Dort, wo der Blueberry Maschinengewehr steht. Okay, komm. Okay. Ja, dann. No, aber da kommt nichts mehr her. Wir fahren da mal ganz kurz links ran vorbei. Einmal außen rum. Ihr könnt wieder zurück auf die Kerndef, Jungs. Da noch alle potenziellen Rallyes über den Haufen. Verteilt euch wieder. Sobald ihr Kontakt habt, Deckung suchen. Und das Fahrzeug kommt so schnell es kann. Und dann hoffen wir, dass unsere Jungs endlich mal Fishing Village bekommen. Das Schlimmste wird passieren, wenn der Feind dann mit den großen Fahrzeugen ankommt. Dann haben wir nämlich keine Chance mehr mit dem kleinen Ding hier. Ja, im Endeffekt, das ist nur ein Lodge mit einem Granatwerfer. Ja. Ja, wir fahren wieder zurück zur Repair. Fahr mal über Norden, guck mal über Move Mark nach Alpha Mark. Also hier einfach die Straße entlang und links halt. Jungs, ihr könnt euch wieder Muni holen direkt an der Hub. Frag mal Command, der kann euch sonst auch noch Munikisten legen. Ich leg sonst auch noch mal welche unterwegs. Und dann verteilen wir uns wieder. Bis der nächste Feind wieder kommt. Hier musst du nur aufpassen, dass du nicht auf die Steine fährst. Bei Defense Repair Stellen kann ich was machen. Und links rein über das Feld. Bist schon zu bereit? Da ist schon eine Repair. Ist auch egal. Such dir selber einen Weg. Fahren zu Rap. Du darfst nur nicht auf die Steine auffahren, dann ist alles gut. Die bekommen das da vorne hin, er ist ein Trauerspiel. Wir werden hier auch noch was haben. Ich habe in anderthalb Minuten Arti, die würde ich einmal über Village schreiben. Guckt, dass ihr vielleicht über Rally 6 und 9 entsprechend euch aufstellen könnt. Denkt dran, wir werden im Süden von Fishing Village einen Hub haben. Wenn du nur Creeping schmeißen kannst.
sich schon länger als ich. Wir haben Feindlok-Cheecher an der Seite zerstört, gerade vorher. Feuer, Richtung mein Move war mit zweimal ein bisschen. Hast du was gesehen? Weil ich hoffentlich was setzen konnte. Gerade 12 Uhr, Schüsse. Ich sehe es in gerade eine Fahrzeugsituation aus. Mal einfach an die Rap fahren. Jungs, was sind gerade meine Fahrzeuge? Ich bin Five-Wing und BMP. Oh, BMP? Was BMP? Sorry. Ja, BMP ungefähr 1-3 Mark. So ein bisschen knapp. Könnte auch Shitbox gewesen sein, falls wir einen haben. Genau, gleich bist du da. Gleich hast du es geschafft. Wir wurden gedoubletracked, Mann. Ich lad mal 200 ins Fahrzeug rein, damit wir mit Muni unterwegs sind. Ins Motor ausmachen. Zwei, kannst du uns kurz ein bisschen kappen? Wir brauchen eine Weile, bis wir nachgeladen haben. Habt ihr irgendwo Kontakt, Jungs? Ziemlich ruhig aktuell. Wir bräuchten eine Repair, wenn es geht. Wir sind nur 80% gedamaged. Also 80% haben wir noch. Das heißt, es ist noch alles chillig. Tja. Ich vermute, dass der Feind. Guck mal auf die Karte, dass der Feind als nächstes über die Marke angreift. Über die 7er Marke. Ich hab sie gerade nicht gesehen. Er hat es über Charlie versucht. Charlie hat nicht geklappt. Das heißt, er kommt jetzt von der anderen Seite. Dafür nicht mehr auf E10. Rechnet damit mit dem Angriff darum. Ich stelle euch dann so leicht aus und guckt immer mal wieder in die Richtung. Ich wette, der Feind kommt von da. Ich krieg jetzt erstmal eine gute Laune, Arti. Vielleicht hilft euch das 8, dass ihr rüberkommen könnt. Was ist denn der große Trick beim Fahren? Weil mit richtig fahren hat das wenig zu tun. Ja, das Problem ist, das Fahrzeug ist kacke. Aber du darfst nicht über die Steine fahren. Nicht über Böbbels fahren. Jo, und ansonsten. Da habe ich ja versucht zu verhindern. Ja, das kannst du knicken mit dem Verhindern. Dann bist du immer wie auf hohen Eiern, das ist scheiße. Ja, ich muss halt. Sonst verlieren wir das scheiß Fahrzeug. MBT gespottet. Wir haben keine Fahrzeuge, die irgendwas wirken können. Wir ziehen uns zurück. Das Fahrzeug ist der letzte Dev. Nein, du. Ich habe auch keine Übung, weißt du, ich habe noch nie mit dem gefahren. Glaub mir, du willst aber nicht mit dem lang fahren, Klopper. Das Ding ist grausam. Feind BMP Fishing, not ja. Das Ding ist echt einfach nur ein Aufregefahrzeug. Weißt du, richtig mobile Inf machst du mit Piranha. Ich weiß gut viel. Wo war Piranha? Ich würde ja gerne mobil bleiben, aber wer macht die Def? Wer macht die Def? Schon wieder keiner. Alles gut. Feinde, bitte zieht sich zurück. Ja, wenn die mal gebalanced hätten, dann hätte ich ja wenigstens rausfahren können, aber ich darf ja nicht. Ja. Wir fahren auch gleich nochmal rum. Ich glaube, hast du die Runde noch im Kopf? Wir fahren quasi wieder die gleiche Runde, die wir gerade gefahren sind. Ja. Einfach die Runde nochmal fahren, diesmal gegen den Strich. Also fahren wir Richtung Nordwest raus. Wir sind voll. Ich habe das gesehen an der Tracker. Mohawk Defense. Wer hat das gesagt? Kannst du nochmal wiederholen, bitte? Achtung, wir haben Feindhubschrauber auf Move Mark, Jungs. Richtet euch aus, geht an den Waldrand hier. Wiederhole Feindhubschrauber auf Move Mark. Ja, Copy, aber dafür kommen sie, versuchen sie es über den Charlie-Winkel wieder. Guckt auf die Karte. Geht Richtung Bravo-Marker. Ich gebe euch dann Feuerunterstützung und dann rücken wir vor. Da ist gerade ein Hubschrauber gelandet. Hier gibt uns Unterstützung. Copy. Wir fahren falsch. Wir fahren nach Südosten. Richtung Hubschrauber. Richtung Move Mark. Ja, jetzt hast du es geschafft. Kommt da raus. Hey, die Jungs, die gerade noch hier auf der Flagge sind. Sebastian, du kannst noch hier bleiben. Buchenbaum bleibt hier. Der Max und der andere auch. Da sind so viele Fahrzeuge von uns, das muss reichen. Bleibt mal da und werft einen Blick trotzdem auf die Alten im Westen. Nicht, dass sie im Westen jetzt noch durchkommen und uns da ablenken. Ich schau mit den anderen Fahrzeugen runter und guck mir die Sache an. Achtung, Straßensperre 12 Uhr. Mittiges Fahrer, Straßensperre. Genau, halt dich rechts. Rechts ist größer Platz, ja. Ja. Ja, einfach geradeaus jetzt. Bauen dann ab beim. Ja, okay. Fiedermark halt. Im Osten. Sieben rückt auch mit ran. Ich lasse aber die Hälfte meiner Leute da. Der Klack
Okay. Versuch auf der Straße zu bleiben. Dann ist leichter mit dem Fahren. Wir schalten jetzt die Hub aus hier. Okay, wir geben euch Feuerunterstützung 7. 11. Denk an den Graben. Wenn du gerade drauf zufährst, dann passt das. Panzer beschießt schon mal das Radio und ja. Ist auch mal schön, dass wir nicht tanken müssen. Zur Abwechslung. Von außen rum, nicht direkt drauf zu. Über Charlie quasi. Mach den neuen Charlie Marker. Also der BTR hält sich weiter im Nordwest. Höhe meiner Position. Im Nordwest schon Feinde hier im Wald. Copy. Genau, jetzt fahren wir in Richtung Move Mark. Halt dich ein bisschen links von dem Waldfeld. Komm hier. Weil wenn die da noch leben, wäre es ein Wunder. So klump wie die jetzt sind. Hast du das Radio schon gefunden, Elf? Genau, kannst mal halten. Kurz mal halten. Dann kann ich nämlich gucken, ob ich die hab, sehe. Ja. Langsam ranrücken. Ah. Sag dann Jungs, ich stell Feuer an. Oh, sorry, sag es nicht. Scout hier vorne ist und nicht drei Fahrzeuge gleichzeitig. Ja, die anderen kommen eben nicht gleich auf. Ich halte die Hub suppressed. Guck mal, wo die Gun hingeht. Ich schieße mir noch gerade aus. Stell Feuer an. Ich weiß auch nicht genau, wo der Hubschrauber gelandet ist. Also der war vorne, ich hab gerade markiert gewesen. Okay. Aber ich hab vergessen, wo das war. Irgendwo Waldgrenz auf jeden Fall. Das war auf etwa Alpha Marker ist der gelandet. Ich mach da mal einen Marker wieder hin. Da gehen wir dann gleich das Radio suchen, wenn ihr auf der Stage runter ist und die Leute hochgehoben. Ich nehme euch dann wieder mit und bringe euch dann auf die Kerne, die gerade bei mir sind. Hier vorne der Angriff, der wird immer noch nix. Ich weiß nicht, was das gesamte Team macht, die angreifen wollten.
Ich hab gehofft, dass sie es schaffen und wir mobile Infanterie spielen können. Nicht mobile Def machen müssen. Achtung, Feind von Nordwesten. Nordwest, copy. Von Achtung, wir haben Feinde auf der Def Nordwesten. Ja, genau. Radius bei mir im Osten. Copy. Radio bei Sackgesicht, Marker kommt. Schaufel das schnell ab und dann rein ins Fahrzeug. Klopper, wir fahren ans Radio und sammeln unsere Jungs ein. Genau, einfach kurz davor fahren, sodass du gleich wieder losfahren kannst. Ich fahre in die andere Richtung, Randleiter, und jetzt kommen sie dort. Ja, macht nichts. Ich sammle die Jungs, die jetzt am Radio sind, der soll gerade abschaufeln vom Feind, ein. Und dann fahren wir nach da. Oben drauf, Feinde. Wir haben Feinde. Okay, oben drauf, Feinde. 11, könnt ihr da hin, Kevin? Ich nehme euch gleich alle mit, Jungs. Ja, ja, mach ich auch. Gleich, wir gehen ans Radio. Ja, ich weiß es. Ich hab doch auch Augen. Hallo. Wir schaufeln das Radio noch weg. Gucken, dass sie alle aufgehoben werden und fahren wir dahin. Aber denkt dran, das ist eine Mistmöhre, das Fahrzeug. Ich setze euch dann direkt nördlich raus, weil das geht schneller mit dem Fahren. Wenn der Heli mich hier an der südlichen Abse bleibt, können wir nochmal eine Repair setzen. Jetzt langsam südwestlich. Papa, dreh dich schon gleich mal. Wir fahren dann gleich in den Norden. Wir fahren gleich Richtung Flagge. Auf den schnellsten Weg, den man mit dem Fahrzeug machen kann. Genau, Klopper, links am Waldrand entlang. Bist du den Move-Marker? Genau, jetzt links da vorbei und dann die Straße folgen. Ja, copy. Hast FTR? 2 Minuten Feindfahrzeug nicht unbedingt rein, dass wir jetzt. Wir haben Feindfahrt gefunden. Feindab gefunden ist gemarkiert, POE 7. Ich setze euch gleich an der Feindab raus und suppress die dann. Ich schieße nur erstmal mit dem Granatwerfer drauf, ein Magazin, und dann nur mit dem 50er hinterher, dann müsstet ihr locker rankommen. Lauf noch nicht direkt drauf zu. Halt auch, Chris, ich schieße da gleich mit dem Granatwerfer rein. Und dann ziehe ich mit dem 50er drauf, da könnt ihr ranrücken. Hab links und ranrücken. Ich kann aussteigen, Hab ist links von uns. Muss ein bisschen tiefer fahren, ja. Ja, halten, halten, Position halten, Position halten. Feuer ist eingestellt, Jungs, ihr könnt ran. Genau, schaufelst eine Stufe runter, Jungs. Ja, 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 copy. Und dann suchen wir das Radio. Gegner noch im Süden, Jungs, Achtung. Copy, BTR, ich gebe dir den Marker. Mit dem C kannst du markieren. C-Taste kannst du, nee, T-Taste kannst du markieren. Das ist ein Augenmarker. Markieren wir den bitte. Was ist ein 30er, war das eine TOB? Copy, Entfernungsmarker steht für den hat. Der Rest von euch sucht das Radio und dann haben wir wieder ab. Kannst den Motor ausmachen. Zwei Ketten, Menschen in der Mitte hier. Guck mal, ich markiere euch Position fürs Radio. Kann fahren. Machen wir wieder zur Repair. Fahrzeug zieht raus, Jungs. Wir haben einen guten Hit kassiert. Ja, ich noch mal bitte Munition auf der Defense. Copy. Ja. Schickt mal die anderen Leute in Fishing Village zu Squad 4. Copy. Nee, die sind von markiert. Ja, T-72 hat uns hier aufgeladen. Achtung, 11, da ist eine Feindinfanterie reingekommen. Sag dem Panzer rechts. Hab ich schon gesagt, ist durchgegeben. Fahrzeug zieht sich kurz zurück. Ja, wir fahren in die Main zurück. Ist ja schon unterwegs. Gehen wir kurz reparieren. Weil da vorne fährt ein MBT rum, das will ich nicht riskieren. Ist doch erst mal hier, hier ist der Feindlogschild, das ist auch ein Feindlogschild. Okay, wo ist der Feindlogschild? Gib mir gleich durch. Okay, sag ich, vielleicht ist da das Radio auch. Guck mal das Radio. Und passt auf, Alpha Mark war noch ein Feind. Schickt eure ATs bitte westlich C8. Radio wird gefunden, sag ich, guck mal neben dir. Guck mal, ob der das Radio gefunden hat. Okay. Ne, guck mal, ob der das Radio gefunden hat, da ist ein abmarkiert. Wenn ja, kann der Rest von euch wieder zurück. Ja, copy, dann deckt den. Der BMP ist down, wurde mir gesagt. Ja, bestätigt. Hälfte der T-72 war vor einer Minute noch in meinem Hochmarkt getrackt. Der Rest von euch kann wieder auf die Flagge, ich geh kurz reparieren, dann komme ich wieder. Willst du irgendwas, was besser ist zu fahren? Klopper. Ja, das APC ist in der Main.
Unser Power ist unter Beschuss. HP, aus Richtung? HP, aus. Weißt du aus welcher Richtung ungefähr? BTR. Also ich vermute hier, weil hier Feind gemeldet war. Also passt auf Alpha Mark. Östlich Squad Lead 6. Ja, wie du magst, Klopper. Ich würde sonst bei dem Ding bleiben, wegen dem Granatwerfer. Der ist stark. Feindbeschuss bei der Tommy. Ich markiere jetzt südlich von der Feinde auf, oder? Komm mal auf, kleinen Alpha Mark, was brauchen wir mal? Ich verstehe erstmal nichts wegen dem Hubschrauber in der Nähe. Das ist der Hubschrauber laut, na komm mal an. Hast du ja kein Wort? Scharfschütze, wahrscheinlich ein Zimmer. Okay. Ich mach das heute wieder. Ich schätze mal dann, dass der Scharfschütze, wenn es ein Marksmann ist, dass er hier ist. Die auch schon. Ah, ich sehe mal den Ball. Ah, ne, das ist. Du kannst markieren. Mit der T-Taste kannst du markieren, T und dann das Auge. Nein. Wir gucken mal, dass wir ein bisschen auf der Def helfen. C, bei dir muss was sein. Ja, hier ist Infanterie. Okay. Bei dir, Fugenbaum, ist Infanterie. Ich such dich. Kann ich markieren. Feindradio im Norden zerstört. Okay. Ich mach den Marker weg. So, mal schauen, wenn wir uns jetzt nicht mehr. Def ist wieder sauber. Feindradio Nord raus. Fahrradio West rauch raus. Okay, jetzt haben sie es zweimal aus der gleichen Richtung versucht, Jungs. Jetzt werden sie 100 pro aus dem Westen oder aus dem Südosten kommen. Weil nicht mal straight aus dem Osten. Wisst ihr eigentlich, wo der MBT jetzt noch ist? Nein, irgendwie nicht. Genau. Braucht ihr Munition, Jungs? Ich leg euch jetzt, ich fahr gleich auf die Def und leg euch dann nochmal Muni hin. Und fahr auch nochmal zu euch. Dass ich hier euch Munikisten leg auf die 7er Marke. Dann könnt ihr euch da immer auch munitionieren. Nehmen wir nochmal 3 Muniboxen mit. Check. Wir fahren wieder auf die Def, sobald wir durch sind. Hören dich gut. Alles klar. Wir hören dich. Perfekt. 11. Wir haben den MBT hier hoch. Nee, wir fahren wieder zurück Richtung Drilling Site. Musst du nur aufpassen, die kleinen Wege da sind scheiße zu fahren. Weil das Fahrzeug fährt sich so schwammig. Und dann ist es immer schwer zu fahren. Bei dem Russen, der Russe ist noch schlimmer, die Luftlandeneinheiten. Der BTR bewegt sich. Die sind die schlimmsten. Über die Brücke im Süden. Weil der fährt nicht mal geradeaus. Der fährt wenigstens geradeaus. Ja, Fahrzeug kommt wieder zur Fahrunterstützung. Bei uns ist ruhig. Bei uns ist nichts mehr. Ja, Kopie. Wenn es da vorne mal, wenn die einen Meter nach vorne kommen würden, die anderen greifen jetzt auch an, das heißt, wir sind gleich die letzte Squad auf der Dörf wahrscheinlich. 11. Wir fallen hier gerade am Zugladen, falls du uns nochmal kurz unterstützen könntest. Kannst du mal wiederholen, ich verstehe gerade nichts für den Funk. Fahrzeug und das zerstören. Sollen wir kommen zu euch? Danach kommen wir. Ich komme zu euch. Ich setze euch dann noch ein paar Muniboxen. Und je nachdem dürfen entweder wir angreifen oder 5 geht noch mit angreifen. Je nachdem, wer schneller ist. Arti kommt rein. Achtung, Arti kommt rein auf der Def, wird durchgegeben. Arti, geht in die Gebäude rein und geht weg von Fenstern und Türen, Jungs, legt euch dann hin. Arti auf der Def, passt auf. Genau, nächste links, dann wieder ist das Radio raus? Links. Genau, hier links. Ist auch egal, fahren wir die Hauptstraße. Hauptsache, wir kommen da an. Wir legen hier nochmal ein Rally. Siehst du hier vorne, da wo du bist? Ja, halt gleich mal an in dem Logo. BTR wieder bei der Brücke.
Genau, halt mal kurz an. Legen kurz ein Rally. Das eine Rally ist mir viel zu nah. Muss ich dazu aussteigen oder geht's in Ja, nee, du musst aussteigen bei allem, was nicht ist gepanzert ist. Also alles, was gepanzert ist, musst du aussteigen. Also normaler Lutsche kannst du drin bleiben. Im Süden, an der Brücke. Genau. Reifen tut da. Machen wir direkt, ich lade aus. Vier, du könntest dir den holen. Ein BTR, Gas an die Südbrücke. Ich setz euch jetzt Mörser, Jungs, auf die Dev. Wir haben gerade einen rausgeschossen, wir fahren an den zweiten hin. Command, du kannst den zweiten Mörser setzen. Du bist hier, ich hab nochmal Baupunkte mit. Ah ja, ich bin auf dem Fahrersitz. Warte, ich switch. Ah, kannst wieder. Genau, fahr uns mal Richtung Move Mark. Nimm den Weg, der dir am besten gefällt. Ich glaube, geradeaus ist ganz gut. Besser geht mit dem Fahrzeug sowieso gar nicht. Fahrzeug ist ein bisschen schwierig. Zweiter BTR da. Sauber, Jungs, sauber. Ich glaube, alle Fahrzeuge sind verzichtet. Ich glaube, wir haben noch eine Kette irgendwo gehört, aber das hat nur mein Fahrer gehört und ich nicht. Also, das stimmt, aber mir fährt gut, ich vertraue. Also, ist das Lagerhaus da vorne? Hinter uns, wenn dann. Papa, da setze ich mal ganz kurz zur Minibox rein. Ja, berichten uns dann da aus, wenn wir. Ja, du musst nicht rausspringen oder so. Ich setze einfach nur die Box, wenn die die brauchen, können sie die hochschaukeln. Kannst du anhalten? Jungs, ich setze euch überall nochmal Moneyboxen hin. Kommando, kannst du noch einen zweiten Mörser bauen? Der Hubschrauber kann uns zu resupplyen. Wir attacken mal ein bisschen die Feindhafen hier. Genau, jetzt fahren wir hier hin auf Hufmark. Außerhalb der Hafen, also quasi im Süden. Ah, da musst du aufpassen wegen den Pipes. Genau, fahren wir Richtung Hub, also die Straße entlang. Die Straße entlang Richtung Osten. Einfach in den Osten, die Straße entlang. Ich lege einfach über am Minibox hin. Gerade raus, genau. Perfekt. So, ich brauche hier einen Pickup. Hoffen wir, dass sie hier vorne mal endlich durchkommen. Ist ja hammerhart. Genau, gerade einfach geradeaus fahren. Siehst du da vorne, da ins Häuschen, da lege ich auch nochmal eine Minibox. Ich lege euch jetzt überall Muniboxen hin und stopp. Genau, siehst du die Steine da vorne, da fahren wir auch nochmal ran. Du willst was, die Steine? Nee, bleib einfach da stehen, Klopper. Ich lauf dahin, leg eben die Munibox. Ich glaube, mit dem Fahrzeug dauert das länger. Ja, ist gefährlich. Ja, eben. Nicht, dass wir wieder stacken oder so. Geh sonst mal ruhig an die Gun, bis ich wieder da bin. Ich hab deine Munibox hingelegt. Verteile jetzt hier einfach nochmal ein paar Muniboxen. Dann kannst du ballern, bis du schwarz wirst. Ballern! Willst du noch irgendwas was haben, Chris? Komm, ich geb dir hier eine TOW hin. Ballern. Vier, das ist ein Grünhaus haben wir alle. Ich weiß nicht genau, welches das ist. Markier mir. Grünhaus haben wir alle. Auf dem Heimat, Feind. Zurück.
fahren dann nochmal eine Runde, die gleiche wie vorher. WT 1 Mark 1. Also, wenn du jetzt warst, du bist der WT Salas. Ich kam aus Nord. Ich weiß nicht, ob der noch erst hat. Ja, dann fahr das aus Norden. Ja, ich wechsle. Nord, ja, ist Dorf. Quasi hier. Wir fahren da jetzt mit dem Fahrzeug mal durch und gucken mal. Na, Klopper fahren am besten wieder durch das Dorf Richtung Westen. Und dann kommen wir aus Norden aus dem Dorf. Weil sonst musst du wieder diese blöde Ding da runterfahren. Weißt du, was ich meine? Diese komische Schlange. Die ist kacke zu fahren. War sonst direkt mal in den Westen, also 180 Grad drehen. Westlich vom Dorf Richtung dieses grüne Symbol. Das ist ein ganzes Squad. Okay. Das heißt, wir richten uns aus Richtung Move-Marker. Maros und Charlie, ich mach euch bereit. Ich nehme Kontakt aus Richtung Norden. Ich komme gleich zur Unterstützung. Ja, im Wald westlich. In den westlichen Wald, also hier? Ja. Okay, dann richtet euch darauf aus. Achtung für die Leute auf der DEF, wir haben Feindkontakt Richtung Norden. Marker sind da und akkurat. Achtung, wir hängen an Stein. Versuch auf der Straße zu bleiben, Klopper. Und nicht unser Mann. Okay, wir haben noch einen Feind vor dir. Mine. Feind MBT auf der wörtlichen. Wir fahren wieder rückwärts zu Haft. Genau, einfach den langen Weg wieder zu Haft zurück. Achtung, drei, da waren Infanteristen im Wald. Dann fahren wir wieder an die Rap. Lad 50er noch. Genau hier. Was jetzt halt? Nicht hinter Feuer oder so. Mit dem Ding ist halt echt scheiße zu sehen. Und zu fahren. Minus Tisch. Weißt du, ob der Feindbeschuss aus Norden kam? Weil ich glaube, der kam aus Norden, der Beschuss. Ja, schweres MG-Feuer vom Norden. Ich glaube, weg von Fünf. Ja, Kopi, bleib liegen. Der Baum hilft dir gleich. Aber liegen bleiben. Wir holen dich hoch. Wir müssten schon tot sein, der Granat, der ist im Gehirn. Wenn das einer ist, einer, gut, dann wenn 11 Sachen mit einem Gunfeld bist, dann kann ich auf Fishing helfen. Also, Tobi, ich sicher, aber der Osten bis Da müsste jetzt eigentlich alles tot sein. Vielleicht kann der Granny dich auch finden in das Mock, falls du so offen liegst. Einmal Hit. Noch einmal zurück. Ja, wir kämpfen jetzt gegen MMC, wir sind aber sehr stark beschädigt schon. Okay. Auf Charlie haben wir Feinde, habe ich das gerade richtig gehört. Ja, dann besetzt. Feinde. Haben wir auf Charlie Feinde, ja oder nein? Ja, wir sind raus. Chris, haben wir auf Charlie Feinde? Kannst du einen von deinen Jungs für den Mörser abstellen? Für Fishing Goldie hat. Wir sind gerade alle oben im Norden. Ja, meiner auch. Die pushen gerade raus Richtung Flaggenmarker, die ja, ich besitze. Jungs, wenn ihr Langeweile habt, ihr könnt auch an die Mörser gehen, dann können wir beim Angriff helfen. Wenn der Feind gleich im Norden abgewehrt ist. Motor aus. LAV, wenn niemand was dagegen hat. Nimmst du. Was auf Charlie?
Also höre ich besser, weißt du? Wir haben jetzt allen so fucking Cuts, die, okay, die Fishing Village abcampen. Das wird sehr schwierig für die Fahrzeuge. Ja, aber daran liegt es nicht, Klopper. Es liegt aber daran, hier ist so laut und der Command-Funk ist 30% lauter als der Rest. Hab ich auch schon erlebt. Nicht viel. Kannst du die Muni auch hier rausnehmen? Wir haben noch Muni hier drin. Kannst uns auch immer ans Fahrzeug jetzt gehen, du kriegst jetzt ja auch den Marker. Und dann einfach einen ausladen, wenn du brauchst. Nimm dir, was du brauchst. AMG, du backst da in den Turm rum. Deswegen sieht dich der Feind vielleicht. Ich sehe dich da rumbacken oben im Turm. Tut minus, Mensch. Bei mir backst du da quasi raus und rein, man sieht dich dadurch. Ja, jetzt. Also du liegst, versuch mal aufzustehen, dich wieder hinzulegen. Ja, jetzt ist gefixt. Deswegen konnte ich der Feind erschießen, der hatte ich gesehen. Durch den Bunker. Jetzt bist du wieder gefixt. Der Command steht oben im Norden. Richtet euch nördlich aus Richtung Alpha Mark, Jungs. Da kommen noch mehr Feinde auf den Mark. Kann sein, dass die in der Nahe waren. Ich verstehe schon wieder gar nichts, ne? Wegen dem Hubschrauber. Hey, see anyone, kannst du den Hubschrauber irgendwie wegbringen? Er ist viel zu laut, ich höre mein Wort nicht. Ah, danke. 60 Tickets, Post auf, was ihr macht, bitte. Wir sollen noch Munition bringen. Ja, eins, wenn du noch Munition bringen kannst, wäre das super. Wir fahren nochmal zum Dorf. Ich glaube mal den gleichen Weg wie vorhin. Mit den Jungs in der Feuerunterstützung. Jungs, pushen wir jetzt in den Norden raus. Wir gehen auf den Move rein und zwar alle zusammen. Ich suche heute in der Feuerunterstützung. Guck mal, dass nicht mehr als zwei Leute im Turm bleiben noch. Ich bin im Norden weg. Der Rest rauspushen, wenn ich im Move mache. Fahrzeug unterstützt euch. Achtung, Auto 12 Uhr. Da schießt ein 50er auf uns. Wie frech ist das denn? Sorry, Sackgesicht. Oh, immer wieder. Ja, wir sind gerade über ein Hügelchen und dann hat es mir das Ziel zerrissen. Achtung, wir hängen vorne fest und hinten, glaube ich, fest. Jetzt, ja, perfekt, perfekt. Noch ein bisschen weit. Ja, zurück, zurück. Hier kommen wir nicht rein. Und. Ja. Jetzt einmal kurz nach. Ja, ja, perfekt, perfekt. Genau so. Ja. Ja, ich weiß, Fugenbaum. Ich wollte da hinschießen. War es nicht so leicht ohne Stabilität. Sobald ihr ein bisschen zu stark wackeln, dann zerreißt mir der Granatwerfer und der ist gefährlich. Armer Sackgesicht, habe ich schon zweimal erwischt. Sorry nochmal. Ja, jetzt ist Winkel gut. Bisschen leichter rechts. Rechts, nicht links. Rechts, rechts. Ja, perfekt. Und geradeaus. Und rechts, rechts, rechts. Stark rechts. Achtung, Steine, 12 Uhr. Nachladen. Halt mal kurz an, stopp. Bei uns. Wer? Der muss da alles tot sein. Und 180 Grad Drehung, wir fahren nochmal durchs Dorf. Das sind unsere. Und 180 Grad Drehung, wir fahren, drehen nochmal um und geben den Jungs Deckung. 180 Grad Drehung. Brauchst du nicht aus Vollgas? Jupp, ja, perfekt. Und wieder zurück. Achtung, links, links halten, wegen dem Graben da. Nicht, dass du da reinplumpst. Jupp. Ja.
Jungs, holen euch gleich wieder auf, Jungs. Ich glaube, wir haben das Rally raus. Ich sehe da keine Feinde mehr. Wenn ihr noch welche seht, einfach in die Richtung schießen. Ich schieße dann hinterher. Okay, da hinter uns. 180 Grad Drehung wieder. Wir haben letzte Feinde, sind hier. Da gehen wir auch mal hin. 180 Grad Drehung. Wir fahren wieder in den Norden. Lapper direkt voraus hinter diesem Hügel. Also ich hab gedacht, ich hab Leute. Pass auf die Steine auf, halte ich links. In die nördlichen Gebäude gebracht, aber von da aus ging die Treppe vom Haus nicht weiter. Okay. Da war nichts zu holen. Straße Richtung? Zu viel Gegenfeuer einfach. Zu dir. Zu mir. Auf Markenetz circa. Okay. Ich hab kein Wort verstanden. Hast du irgendwas verstanden? Außer zu mir. Der kann ja nur Richtung Osten sein und da ist nichts. Das ist nicht das, was ich hören wollte. Nee, ja, ihr seid. Der Mann macht das. Weniger, ne? Der wird auf der Brauchst du Muni? Ich hab schon. Wir drehen wieder um. Wenn das Dorf frei ist, Jungs, gehen wir wieder zurück auf die Flagge. Vielleicht nehmen wir euch dann alle mit. Kannst Muni bei mir holen, ja. Ich fahr mittig hin, dann könnt ihr euch auch Muni zünden. Einmal bei Movemark einfach auf der Kreuzung parken. Mit dem Motor auf. Hat die Sache gesicht. Beide Leute bei denen mal testen. Wir haben Feind, Logi. Wir haben Feind im MBT. Okay, dann gehen wir da hin. Wenn ihr Muni braucht, kommt zu mir ins Fahrzeug. Ja, dann jeder, der Bock hat, auf Drilling Side vor. In Squad 11 ins Luff rein und abfahrt. Siehst du den Move-Marker? Ich hab den Rekruter verloren. Ja, wie du magst. Okay. Der Logi ist, glaube ich, weggefahren Richtung West. Okay. Wir cleanen trotzdem die Infanterie. Pushen da raus. Ich nehme euch dann ins Fahrzeug mit, wenn alles geht. Unterstützen. Ja, obwohl der MBT dich gekillt hat. Ja, kann auch sein. Läuft halt nicht so bei mir. Hm. Ja, manchmal geht's so Tage. Nee, aber ich bin leider auch mit schuld. Der Rahmen müsste frei sein. Müsste frei sein, Jungs. Einfach 180 Grad Richtung zurück zu den Jungs. Sammeln wir die alle auf und dann haben wir ab. Ich sammle euch jetzt auf Move Marker und dann fahren wir direkt auf die Dev. Ist ja, bis dann, Daniel Klaus ist ja gut. Solange du nicht stirbst, habe ich nicht getroffen. Der einzigste, der tot ist, das Sackgesicht. Und da ist fast schon Kava. Dafür krieg ich es dann wieder zurück. Bei mich hast du ja auch überfahren, Fahrer. Ja, ich bin nicht Fahrer, dann musst du nicht beim Fahrer werden. Ich bin nicht der Fahrer. Kommt alle rein, Jungs, ich bring euch zurück auf die Flagge. Da müsst ihr nicht laufen. Guck mal hier. Guck mal hier, in Richtung Süden 170, da können wir gleich hochfahren. Da müsstest du leicht geradeaus kommen können. Du musst doch nicht so kompliziert fahren. Wieder zurück auf die Cap, ja? Genau. Da über Move Marker kannst du leicht ranfahren. Über die gerade Passage. Guck mal, da wenn die Straße entlang fährst, dich leicht rechts hält über diese Schneepassage.
Da gibt's nicht so viel Stein, da kannst du ran. Bringen wir die Jungs wieder auf die Flagge und gehen kurz Muni holen. Wir bräuchten nochmal Munition auf der Dev. Eins, kannst du nur Munition mitnehmen? Danke. Wir kriegen gleich nochmal Munition auf der Dev. Nehmt euch alles, was ihr braucht. Sollen wir jetzt vielleicht mal Fishing Village angreifen? Ja, ist leider nicht unser Gebiet. Und guck mal, unser Team ist schon tot. Die haben es die ganze Zeit versucht. Und zwar unser komplettes Team, außer uns. Jetzt haben wir keine Tickets mehr. Ja, jetzt heißt, müssen wir in der Dev bleiben. Unser Team hat versagt. Wir haben die Dev gehalten. Jetzt zeigen wir die 30 Tickets noch ab. Ja, den war es gezwungen. Ist gerade tot der Hose. Der Jäger hat mich gezwungen. So. Ja, lass dich von den Jägern nicht zwingen. Nee, wir fahren nicht mehr zur Attack. Achso. Du kriegst gleich ein Tutorial, ja? Die haben mich mit Keksen gelockt. Ups, sorry, Toto! Bist du das? Fuck! Ich hab Schmerzen. Weißt du, heb den Medic einmal raus, heb den Toto wieder auf. Danke! Du aber gekickt werden. Nee, ich hatte aber hier keine Munition mehr drin. Bei mir steht hier, dass ich keine Munition drin hab. In der Gun. Deswegen habe ich geschossen, weil ich dachte, keine Munition. Ah. Ja, komm ran! Tut mich tot! Lass dich heilen, lass dich heilen! So, Jungs, 22 Tickets noch. Jetzt heißt es einfach nur abwarten. Die Gegnerartillerie wird gleich kommen. Bereitet euch auf die Gegnerartillerie vor. Guckt, dass ihr in der Nähe von Häusern oder Deckung bleibt. Dass ihr, wenn die Artillerie kommt, in Deckung gehen könnt. Ich sag euch, wenn sie kommen. Wenn der Zeroing Shot nicht trifft, dann ist alles gut. Genau, verteilt euch einfach ein bisschen wieder. Kann sein, dass der Feind nochmal angreift oder er hat vielleicht auch genauso wenig Tickets wie wir. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel die wir vorne verloren haben. Der Hubschrauber kommt gleich, der beliefert uns gerade. Wir lassen den Rest für den Notfall drin. Genau, bleib einfach bei der Rap. Einfach bei der Repair-Schleichen bleiben, bis wir voll sind, weil der Granatwerfer ist leer. So gut wie. Bis auf den einen Schuss, den er mir instant nachgeladen hat, aber habe ich bis jetzt nur ein Magazin. Müssen wir noch ein bisschen tanken gehen. Wir sind zu weit weg von der Repair. Muss noch ein bisschen näher an die Repair-Station. Laden kann ich nach. Laden wir nach. Genau, verteile euch wieder ein bisschen. Denk an Artillerie vom Feind, müsste auch gleich kommen. Ich glaube, die letzte ist jetzt über 15 Minuten her. Rechne mit Artillerie. Hinter einer den Arti-Timer vom Feind. Browning ist voll. Die Handgranaten laden noch nach. Also die 19er. Drei Magazine rot. Jo, sag's mir nachher, ja, weißt du, da kann ich kriegen. Ja, ja. Also kann ich nicht kriegen. Ja, alles gut. Ich sag Bescheid, wenn wir fertig sind. Wir bräuchten nochmal Munition auf der Dev, dann können die Mörser schießen. Ja, 20 Tickets benutzen wir noch aus, Jungs. Ihr könnt ruhig ein bisschen rauslaufen, aber lauft nicht weiter als der weiße Kreis und Richtung Nord, nicht Richtung Süd. Da wäre unser gesamtes Team ist da. Guck mal, hier könnt ihr ruhig ein bisschen rausrücken. Fühlt euch da frei, ein bisschen kurzzeitig rauszurücken. Aber wenn da nichts ist, kommt dann wieder zurück. Da könnt ihr ruhig ein bisschen rausrücken und euch hier positionieren. Denkt an die Artillerie, die müsste auch gleich kommen. Wenn die Artillerie kommt, Klopper, gehen wir einfach irgendwo unter hier, genau, da stehen wir hier drunter. Haben wir hier einfach unter so eine Ölplattform. Oder einfach weg. Was dir gerade lieber kommt, was du kriegst. Ja, ja. Wir laden noch zwei Magazine nach. Ein MBT. Ja, aber Schutz und Artillerie. Genügt das Fahrzeug, oder nicht? Nee, nee. Die Artillerie kriegt selbst ein MBT down. Wenn voll trifft. Aber es ist ein fucking Unbreak, tut mir leid, Jungs. Es geht auf mich, die Runde. Ja, voll trifft. In der Regel könnten wir aber drauf gehen dabei. Wenn der Zeroing Shot uns trifft und die erste Welle.
dann brennen wir. Jetzt wurde echt, ich dachte nicht, dass der genau. Immer da drauf an, wo sie trifft und wie sie trifft. Perfekt, halt down. Das steht mir davon. Also, aussteigen. Ja, unser Team pusht jetzt rein. Ich sag schon mal GG, Jungs. Wir haben jetzt schon 7 Tote. Und der Panzer frühstückt gerade den Rest ab von Command. Sorry. GG. Wir haben unseren Teil gemacht. Boah, da kommt man nicht angreifen. Wenigstens haben wir erfolgreich verteidigt. Mensch, Toto, die 13. ist schon wieder da vorne. Sie kam, sie sah und sie stirbt. Wo Ammo, bitte? Ich brauch unbedingt Ammo. Ich hab nix. Lalala, schnell, lalala. Der Tastor hat vielleicht, ich nicht. Geklaut, ich hab's geklaut. Ja, ist doch gut. Der Hubschrauber kommt uns auch nochmal. Der Hubschrauber hat Pause. Tja, wir sind voll mittlerweile, übrigens wieder. Stell dich einfach nochmal hier hin. Klopper, stellen wir uns zum Rest der Runde einfach da hin. Die letzten 3 Tickets. Copy auf Alpha. Ne, Move Mark. Ich mach Alpha weg. Ist gleich sowieso rum. Müssen nur 2 aufgeben, alles rum. 2 Tickets noch, gleich haben wir es geschafft. Kannst ja wählen, stell den Motor aus und dann warten wir einfach die 2 Tickets noch ab. So. Gameplay haben möchtest, schau unten links, allein da lasse ich dir eine Playlist. Viel Spaß, Piranha, aber ein Dachte.